Diese Kürbisse sind echt geil. Okay. Genug die Kürbisse gefeiert. Nun reden wir mit dem guten Waldläufer hier. Ah. Wie kann ich zu Diensten sein? Danke, Hyrule. Ah, ihr habt etwas gefunden. Lasst mich mal diesen Steinreiberdruck sehen, den ihr gemacht habt. Es sind gewöhnliche Runen. Doch ich weiß nicht, was sie bedeuten. Leider kann ich daraus nichts über den Blitz schließen. Aldaria, doch es sagt etwas über dessen Ursprung aus. Vermutlich dieselbe Person, die dafür verantwortlich ist, dass ihr zu mir gesandt wurdet. Ja, ich kann es dir sagen. Es war Gandalf. Buch 2, Kapitel 5. Ah, okay. Das ist die Instanz, die man entweder in der Gruppe oder alleine machen kann. Ja gut, wir machen sie alleine. Was kann ich für euch tun? Wir haben gerade keine Gruppe. War das dann wieder... nein. Nein. Einfach nur nein. Aldaria, ich habe Neuigkeiten von Radagast, aber ich muss euch erneut um Hilfe bitten. Den Brief, den ihr aus Raussprung gebracht habt, berichtet von den wahren Zielen der Orks. Die Kontrolle über Amon Sul zu ergreifen. Orkskreitkräfte sollen sich bald auf den Vormarsch zum Gipfel von Amon Sul begeben. Sie werden sich im Schutz der Nacht bewegen und in einer großen Gruppe voranschreiten, wobei sie sich auf dem Weg in kleinere Einheiten aufteilen werden. Wir haben keine Chance gegen diese Streitmacht, solange sie vollständig ist. Doch könnten etwas anrichten, wenn sie verteilt sind. Sie wollen ein Lager errichten, welches ihnen einen Aussichtspunkt über die gesamte einsamen Lande verschafft. Wir müssen ihren Plan vereiteln. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr bereit seid. Gemeinsam werden wir Amon Sul erklimmen und ihren Anführer Rigul besiegen, bevor er dem Willen seines Meisters folgen kann. So wieder, da musst du den Großen erstmal versorgen. WB-Mappa! Ich war ja eben auch ganz kurz weg, also alles gut. So. Aber du kommst genau richtig für eine Geschichtsinstanz, die erzählt wird. Aber ich glaube, die kennst du schon, oder? Ich glaube, hier warst du schon bei Buch 2, Kapitel 5, oder? Mix. Oh Gott. Mixokules. Hallöchen. Und herzlich willkommen hier. Mach's dir bequem. Schnapp dir was Kühles zu trinken oder zu essen. Und ja. Herzlich willkommen hier im irren Samtpfoten-Clan. Mixureich. Sehr schön. Dann herzlich willkommen hier. Und vielen lieben Dank für dein Follow. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, ich liebe das Lied. ja, weiß aber nicht, ob ich die schon gemacht habe. Ah, okay. Dann hoffe ich, dass ich dich jetzt nicht spoiler. HDO-Streamer muss man einfach unterstützen. Ja, es gibt verdammt wenige, ne? Ich bin meistens, habe ich ja nur vormittags so ein bisschen Zeit, mal zu gucken, ne, ob es irgendwo coole Streams gibt. Aber von HDRO gibt es so selten irgendwelche Streamer. Auf Englisch. Ja, da finde ich welche. Aber so auf Deutsch, das ist halt echt, echt selten. Und ich verstehe einfach nicht, warum. So, irgendwie scheint das Spiel ausgestorben zu sein, obwohl es mehr als genug Spieler gibt. Deswegen, ja. Aber ich bin froh, dass du hierher gefunden hast. Herzlich willkommen hier. Jein. Also sagen wir es so, es ist das erste Mal, dass ich es richtig spiele, dass ich auch richtig vorhabe, es durchzuziehen. Ich habe vor Jahren, ich weiß nicht wann, habe ich mal angefangen. Habe auch mit meinem Verlobten damals angefangen, einen Chart zu machen, weil er aber halt MMOs nicht so mochte und wir dann auch beide keine Zeit hatten. Ich wegen Schule, er halt wegen Arbeit.
Dann haben wir das dann nicht mehr weitergemacht. Dann, als ich mit Stream angefangen habe, habe ich mit einem Kumpel einen Char gemacht. Mit dem bin ich auch in der Gilde drin. In, oh Gott, Wolfpuls heißt sie, glaube ich. Und ja, da hatte mich halt jemand im Streamer gefragt, ob ich da halt mitmachen will. Da bin ich mit einem privaten und mit einem zweiten Streaming-Char drin. Da sind wir ungefähr bis da, wo ich jetzt bin, gekommen. Und den hier habe ich jetzt vor knapp einem Monat erstellt, vielleicht auch 1,5 Monaten, um das halt echt mal so ein bisschen durchzuziehen, weil ich war mit FF14 durch, hatte da die Hauptstory soweit fertig gemacht, warte jetzt halt auf Endwalker und habe mir dann halt so überlegt, okay, welches MMO kann ich in der Zeit spielen? Und dann dachte ich, komm, okay, mein Kumpel hat gerade eh nicht so viel Zeit da irgendwie mit mir zu zocken, also stelle ich mir einfach noch meinen neuen Char. Und jetzt bin ich erstens mit der Klasse zufrieden, zweitens mit dem Volk zufrieden und drittens, ich habe einfach Bock, dieses Spiel zu spielen. So. Und habe dann einfach gedacht, okay, ich ziehe das durch. Habe hier auch schon die Mappe und den Hybrid habe ich ja auch schon mit zu Lotro bekommen. Und ja, mit dem bin ich mit meinem jetzigen Char hier in einer kleinen Gilde und halt mit den anderen zwei, die ich halt zurzeit so den einen nicht spiele oder halb spiele, den anderen aktiv spiele, in Wolfpuls drin. So, das zu der Geschichte mit wie viele Chars ich habe. Eigentlich habe ich genug. Ich glaube, ich habe insgesamt 10 Chars. Davon spiele ich 3 aktiv. Das andere waren eigentlich nur zum Klassentesten. Also, ja, und ja, ich habe ein Problem, was Char-Erstellung angeht. Also, ich bin nicht ganz dicht. da war doch vorhin auch hier jemand online, der in Wolfpuls ist. Das kann durchaus wirklich sein. Also, ich habe zumindest, oh Gott, 2 oder 3 andere Spieler aus Wolfspuls, die selber streamen und die auch hier öfters mal sind. Es kann sein, dass es einer von denen war, der vorhin auch gespielt hat. Also Wolfpuls ist sehr häufig vertreten, glaube ich. Also wenn einige auf Bele streamen, dann viele von Wolfpuls. Das war aber auch rein zufällig, also. Ich habe das aber auch nur gemacht, weil die Gilde halt echt locker ist. Weil eigentlich bin ich nicht so der Gildenmensch und mache einfach so, ne? Lieber meine eigenen, ohne festen Sachen. Aber die Gilde ist echt ganz gut drauf. Also, da kann man auch mal ein paar Tage mal nicht drin sein. Sippe nicht Gilde, ja. Ja. Ist ja eigentlich dasselbe, ne? Eigentlich. Aber Sippe. Das will ich hier auch nicht gucken, also muss ich morgen nochmal gucken und dann entscheiden. Haben wir auch was für T-Shirt. Uah. Oh Gott. Halt, stopp. Das Niveau suchst du hier übrigens vergebens. Das ist schon lange Zeit geflüchtet und herzlich. Ja. Ja, Niveau haben wir nicht. Niveau ist hier nicht vorhanden. Wetterspitze, einst Wachturm der Dunedain, ist nun Zufluchtsort der Orks. Kandarins, der Waldläufer, will ihren Stützpunkt in den Wetterbergen zerschlagen. Hallo. Ich glaube, mit dem anderen Char habe ich knapp hier nach aufgehört. Mit dem habe ich nicht großartig weit gespielt. Hier. Was kann ich für euch tun? Wir müssen uns beeilen. Wir haben die Anführer der Urukai auf den Flanken der Wetterspitze zusammengedrängt. Wenn es uns gelingt, sie zu besiegen, dann verlässt die gesamte Truppe der Mut und sie werden sich winselnd zu ihren Meistern im Süden zurückziehen. Seid aber vorsichtig, man weiß ja nie. Ja, man weiß nie, ne? Ach, ist das nicht das Ding, wo man diese Holzscheite da immer anzünden muss mit den Fackeln? Ich glaube. Hallo. Hallo. Kommt her. Ja, okay. Ja, dann erinnere ich mich daran. Ich glaube, die fand ich sogar ganz cool, die Instanz. Ich glaube, ich bin nur ein paar Level super.
So, ich habe mich nur mit meinem kläglichen Kopf ins Bettchen. Wahrscheinlich nur euch allen noch viel Spaß. Macht das Frisches! Soll ich nochmal hochkommen oder später nochmal? Und Frisches, danke für dein verschenkten Zap. Oder einfach dran, drauf, drüber und hoch. Ja. Tada. Und denk an das eine Katzenklo. Wer das doch gehört hat. Und wir kommen dem ersten neuen Mode näher. Hallo. Nimm die Fackel. Ja, ich nehme die Fackel doch gleich. Das macht die Katze froh. Du musst korrigieren, das macht den Gizmo froh. Die anderen juckt es nicht. Die anderen sind nicht so penibel. Die gehen da auch drauf, wenn da nur ein Häufchen drin liegt. Aber Sir Gizmo ist... Sir Gizmo ist sehr eitel. Wenn es nach Sir Gizmo geht, müsste er auch auf einer Kuschelwolke liegen zum Schlafen. Unser kleines Brötchen. Der Pfad teilt sich dort vorne. Ich werde den rechten Weg entlang gehen, ihr den linken. Wenn alles gut geht, dann treffen wir uns auf dem Gipfel der Wetterspitze. Wartet, bis ich außer Sichtweite bin, bevor ihr losgeht. Denkt daran, wir müssen die Anführer töten, wenn wir sie wirklich schlagen wollen. Benutzt die Fackel, die ihr bei den Scheiterhaufen auf dem Pfad findet. Damit erregt ihr die Aufmerksamkeit der Orks. Nein, ich will nicht abbrechen, ich will das einfach nur... So. Bitte macht das, bevor die Fackel ausgeht. So. Will doch einfach nur nach oben. Tada. Kommt her. Put, 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 put. Habe ich mal erwähnt, dass ich den Runenbewahrer liebe? Weißt du, als ich das letzte Mal hier oben war, dass ich runtergeknallt bin? Nicht hier, aber ich glaube, von irgendwo da bin ich runtergeknallt. Ich glaube, mein Runi ist auch 27. Sehr geil. Ich habe mich tatsächlich durch einige Klassen durchgespielt, so ein bisschen. Also immer mal so ein bisschen angespielt, geguckt. Und mir hat keine so wirklich gefallen, weil eigentlich bin ich so der typische Bogenschütze. Aber irgendwie war der Jäger hier nicht so für mich. Und dann habe ich mir irgendwann den Runenbewahrer gekauft. Von meinen ganzen Pünktchen, die ich dann halt irgendwann hatte. Und in den habe ich mich jetzt tatsächlich verliebt. Ich weiß noch nicht, wie er sich in der Gruppe spielt. Weiß noch nicht, wie ich mich dann als Heiler mache. Bei FF14 bin ich ein schrecklicher Heiler. Aber mal gucken. Doch, ich bin VIP. Mittlerweile. Mittlerweile. Ist jetzt, glaube ich, mein zweiter oder dritter Monat Fackel. Ohne Fackel. Oder? Ich glaube, da vorne ist auch noch eine. Ja, nein, vielleicht. Ja. Yep. Mittlerweile bin ich tatsächlich auch VIP. Aber ich weiß gar nicht, wann habe ich mir den Runenbewahrer geholt? Anfang des Jahres, glaube ich. Da war ich noch kein VIP. Da hielt ich das so nicht für nötig. Mittlerweile besitze ich auch alle Aufgabenpacks und alles bis Mordor, glaube ich. Weil das ja jetzt auch vergünstigt war. Ja. Also, Mappa, Hybrid und ich, wir haben uns die ganzen Erweiterungen jetzt geholt, die ja jetzt so günstig da waren.
Bei Mappa weiß ich nicht, ob du jetzt schon alle hast. Aber ich meine, wir haben zumindest einige. Mir fehlen dann halt nur die drei Gipfel, Minas Morgul und dann halt Wunderbart. Nur 90 Punkte, ja. Das ist halt ein Schnäppchen, ne? Für 99 Punkte geht das halt echt klar. Und die Aufgaben packst du halt durch diesen Code. Also das ist schon... Ich glaube vorher, 2017 oder 2018, hatte ich mir Moria und Düsterwald gekauft. Die hatte ich zu dem Zeitpunkt dann schon. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Willst du nicht mehr? Ich glaube, der hat keine Lust mehr. So, jetzt. Ach, da kann ich jetzt oft schon noch. Ja, gut. Ich hatte damals so von mir und von Moria die Verpackung und CDs. So lange spiele ich das schon. Oh. Ja, damals, wo ich das einspielen wollte, war ich noch von meinen Eltern ein bisschen abhängig. Da hieß es dann noch, ne, du kriegst monatlich nur so und so viel Taschengeld. Ja, und das hat einfach irgendwie nie gereicht. Dann hatte ich nur so einen kleinen Mini-Laptop. Da lief das Spiel so gar nicht drauf. Das waren schlimme Zeiten. Probier bis dahin durch. Wir versuchen es einfach. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich wollte Herr der Ringe, glaube ich, schon spielen, da war das noch kostenpflichtig. Da wollte ich das schon spielen, durfte aber nicht. Genauso wie damals WoW, durfte ich auch nicht. Ich habe das dann alles erst so ein bisschen nachgeholt, als ich dann zum ersten Mal in der eigenen Wohnung gelebt habe. Da habe ich das dann alles ein bisschen für mich entdeckt. Aber da war Herr der Ringe ja schon kostenlos in dem Sinne. Und hier meine Kleid. Ja. Ich liebe den Runenbewahrer. Der macht echt einfach so viel Spaß. Stimmt, hier bin ich runtergefallen. Beim letzten Mal. Aber fragt mich beim besten Willen nicht, wieso ich hier runtergefallen bin. Wahrscheinlich, weil ich es mir angucken wollte. Ich bin dann übrigens auch gestorben. Ich bin übrigens ein sehr großer Tollpatsch, das sei schon mal dazu gesagt. Mir passieren auch Dinge in Spielen. Das ist unglaublich. Sortierst du dir? Nicht, dass ich wüsste. Nee, es sagt mir jetzt gerade gar nichts. Fackel habe ich nicht übersehen, oder? Gut.
Nimm mir einen kleinen Wagen. Gut, die zählen auch dazu. Die bezwingern noch. Ja, 9 Minuten. Lauft nicht weg, ihr kleinen Süßen. Wir haben es auch gleich nach oben geschafft. So, ich werde aber gleich nochmal meinem Schatz hier gute Nacht sagen. Dauert nicht lange. Also nicht so lange wie eine Toilettentour. Aber wir machen erstmal die Instanz hier zu Ende. Das habt ihr gut gemacht, Daryl. Sogar besser als ich, wie es scheint. Die Urukai und die Orks haben mich fast erledigt. Ich habe tiefe Wunden davon getragen. Macht euch jedoch keine Gedanken um mich. Hinter dem Tor steht der Urukai, der diese Bande anführt. Geht durch das Tor und das schlagt ihn. Wir können nicht zulassen, dass die Orks eine Festung im Norden aufbauen. Okay. Wenn das so ist... Noch mehr Lotro-Punkte. Okay. Sie kommt hier. Geht wieder das jetzt. Also manchmal sind diese kleinen Bugs echt ein bisschen nervig. Es sollte auch noch spielen, um die 70 Stunden voll zu machen. Echt, Mappa? Dann mach das doch! Vielleicht laufen wir uns wieder über den Weg. Ich bin schwer verwundet, aber ich werde es überleben. Kommt, wir kehren in mein Lager zurück. Ich werde aber schon mal vorsichtig leiser machen. Wie kann ich zu Diensten sein? Die verbleibenden Orks sollten uns nicht den Schlaf rauben. Sie sind zu weit von den Südlanden entfernt und werden sich sicher schnell zerstreuen und kaum noch Ärger in den einsamen Land verursachen. Wir haben einen entscheidenden Kampf gewonnen. Ihr habt euch eine Ruhepause verdient, denn die Orks stellen jetzt keine große Bedrohung mehr dar. Lasst mich euch nun dabei helfen, Radagast den Braun zu finden. Juhu! Ich bin Radagast. Okay, dann nehmen wir diesen komischen Hut hier. Was benötigt ihr? Ich konnte Radagast im Süden aufspüren und habe dort Freunde getroffen, die Iglen, die sich in den Ruinen der einsamen Länder niedergelassen haben. Sie sind ein ruhiges und zurückgezogenes Volk, die sich aus der Gesellschaft zugunsten eines einfachen Lebens hier draußen zurückgezogen haben. Die wenigen, die sich in zivilisierterer Gegenden der Welt vorwagen, sind immer noch anders als die meisten Leute, denen ihr jemals begegnet seid. Aus diesem Grund sind sie gegenüber allen, die den Kontakt mit ihnen oder ihren Verbündeten suchen, sehr misstrauisch und anscheinend hat sich Radagast ihre Hilfe gesichert. Nicht erst jetzt, sondern schon vor langer Zeit. Ich fürchte, ihr werdet euch das Recht verdienen müssen, mit Radagast zu sprechen. Ich habe alles getan, was in meiner Macht steht. Mein Pferd wird euch nach Südosten zur verlassenen Herberge bringen. Dort solltet ihr mit Gadarik Munk sprechen. Er wird euren Namen kennen. Alles Gute. Okay. Hier ist aber immer noch was. Mit den Anhänger. Ja gut, der Anhänger kann aber auch hier überall sein, ne? So, gut. Dann sage ich einmal kurz frisches Gute Nacht. Bevor ich ihn vielleicht doch noch verpasse, der vielleicht gleich eingeschlafen ist. Dann bin ich in 2-3 Minuten wieder da. Nicht weglaufen.
lässt euch die wunderschöne Lutro-Musik an.